Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die Ravenhurst. In der letzten Folge war ein Glücksmoment. Wir haben zum ersten Mal eine Fossilie gefunden. Das Buddeln und Kloppen braucht aber ganz schön Energie. Und deswegen sollte ich mir das Fleisch vielleicht mal einstecken und was zu trinken. Und wir müssen uns insgesamt ums Farmen kümmern. Also wir müssen jetzt möglichst die Fossilien schnell finden, dass wir die 5 Fossilien haben, dass wir dieses Rezept damit craften können. Ah, Minjas. So, mach mal. Wo sind meine Woodframes? Ich wollte auch Woodframes mitnehmen. Hatte ich die in irgendeinen der Kisten? Müsste so sein. Oder hatte ich die verbraucht? Hatte ich die vielleicht weggeworfen? Ich muss mir angewöhnen, mich anders zu stellen, weil sonst kommt man nicht gescheit an die Kisten. Was ist denn das hier? Das ist doch auch eine Mod, oder? Das ist doch eine Mod, oder? Und hier ist ein Griff. Oh, dann sind hier 3 Zines. Okay, kann ich vergessen, habe ich nämlich nicht. Aber hier haben wir eine Mod. Das ist doch bestimmt für ein Messer. Können wir die irgendwie verwenden? Yo. Und was machen wir damit? Sieht aus wie ein Steakmesser, ne? 5-mal Kleber, Mechanical Parts, Schrauben. Was war das noch? Mechanical Parts? Was war das noch? Ich will zumindest mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, diese Dinger herzustellen. Da haben wir schon alles. Das müsste jetzt eine Mod sein, oder? Oder ist das Ding, um eine bessere Waffe zu machen? Weil ich meine, von den Materialien ist das ja wesentlich teurer, als ich hier dieses Hunting Knife herstellen konnte. Ich hoffe, dass es eine Mod ist. Kann ich hier vielleicht das Messer reinpacken? Hier, den Personal Workbench, die kann ich jetzt auch mal scrappen. Die brauchen wir nicht mehr. Achso, kriege ich da Punkte für? Ich bleibe mal kurz drin. Eigentlich brauche ich die Woodframes, ne? Ach genau, die Archäologie-Gedönse. Da muss ich anscheinend doch wirklich 5 herstellen. Erst eine Mod. Geil. Modify. So. Jetzt haben wir nämlich die Powertech von... Oh, nice. Airdrop, Airdrop. Okay. So, was wollte ich noch herstellen? Hier, die Archäologie-Teile. Das brauche ich, ja, das weiß ich. Ich brauche Archäologie-Surveyor. Surveyor. Da brauche ich Electrical Parts und Metall. Das könnte knapp werden. So, 5 Stück müssen wir machen. Und Woodframes müssen wir mitnehmen. Also nur machen wir das Neue. So, jetzt haben wir wirklich genügend. Das Holz nehmen wir raus, den Stein nehmen wir raus. Metall können wir hier wieder in die Kiste. Haben wir noch irgendwo Woodframes? Habe ich die irgendwie übersehen, ne? Nee. Ich glaube nicht, Tim. Dann machen wir uns einfach ein paar. Damit wir endlich mal wieder was zum Rüberlaufen haben. Woodframe. So. Können wir den Kram hier wieder zurückpacken. Und die Woodframes nehmen wir mit. Haben wir eine Bandage? Wir haben gar keine Bandage. Eieiei. Wie konnte das denn passieren, Frau Batz? Und zumindest ein paar, ne?
Dass wir hier im Notfall, dass wir nicht ausbluten. Ah doch, ich hatte noch Bandagen einstecken. So, jetzt haben wir die Surveyor. Und das müsste die Quest sein hier. Place Archäologie Surveyor. Das mache ich unten. Ja? Gut. So, nächste Part ist übrigens Betonmaschine herstellen, dass wir das Fundament des Turms hier ausfüllen können und dass wir uns hier nochmal durchkloppen. Soll ich das gerade machen? Wobei, das kann ich auch mal abends machen. Jo. Schrauben brauche ich, um die Tür zu verstärken. Okay, verstehe. So, jetzt sollen wir mal so ein Ding setzen. Probieren wir das mal. Schaufel brauche ich erstmal nicht. Dann nehmen wir die mal hin und setzen mal so ein Teil. Ah, jetzt Head to Waypoint. Und den Airdrop müssen wir uns auch holen. Holen wir uns erst den Airdrop. Wo ist der denn? Wir markieren ihn mal vorsichtshalber. Warum ist hier die Map so hell? So. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Wir sind da. Und wir müssen... Ich glaube, das ist näher. Welche Richtung ist denn das? Da, ich sehe überhaupt nicht. Da, ah, da unten. Ah, da, okay. Ja, dann ist der Airdrop definitiv näher. Wir holen zuerst den Airdrop. Ich hoffe, ich habe Forge Iron eingesteckt, aber ich glaube schon. Die Fossilien haben wir bald fertig. Das ist sehr krass. Das ist aber echt super hell. So, ich hatte mir doch irgendwie einen Quick Waypoint gesetzt da hinten, ne? Was war denn das? Das war irgendein Laden, wo ich rein wollte. Na, guten Tag. Ups. Ich habe jetzt mein Messer gemoddet. Du musst jetzt sofort tot gehen. Oh, hier sind aber viele unterwegs. So habe ich das gewollt. Bin mal gespannt, wann wir Katana machen können. Aber es ist wahrscheinlich dann erst ab Level 40 oder sowas. Ey. Oh, eine Kuh. Oh, potenzielles Essen. Da muss ich mich mal ganz kurz drum kümmern. Oh. Hatte ich total vergessen. Dass das ja ein Bär ist. Leck mich. Oh. Sag mal. Oh. Wo muss ich denn hinstechen? Was? Was ist denn hier los? Seid ihr bescheuert? Wo muss ich denn hier? Nein. 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 Sag mal. Da war's doch eben. Was passiert denn hier? Was ist denn hier los? War ich das? Oh, das ist ein großer. Boah, sieht der krass aus. Was ist denn? Was habe ich denn hier?
Oh. Was habe ich denn hier angelockt? Warum gab es denn hier so viele Explosionen? Oh, oh. Brauchen wir ganz kurz ein bisschen Ausdauer. Muss mal die Kuh irgendwie zerlegen. Ah, jetzt. Sehr geil. Auf die Euter zielen kam als Tipp. Also, falls ihr mal die Kuh nicht zerlegen könnt. Oh. Was ist denn hier los? Ist hier eine Horde unterwegs gewesen? Die haben die Autos zerschlagen, die in der Nähe sind? Wahrscheinlich, ne? Ja, dich da unten möchte ich mit dem Messer nicht behaken. Du bist mir ein bisschen zu nah dran. Oh, komm, oh Gott. Da gehe ich jetzt nicht hin. Ja, irgendwas habe ich doch hier ausgelöst. Irgendeine Mega-Horde. Ausdauer, da muss ich echt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu nah in einem Auto stehe, wo die sich dann durchkloppen. Oh, oh. Nicht mich schlagen, nicht mich schlagen. Das ist unentspannt. Schwester, Schwester. Ups. Irgendeine Horde ist wahrscheinlich hier durchgelaufen. Was trinken, was essen, ne? Airdrop holen und Fossilienquest machen. Und immer noch nichts gelootet. Sag mal, du bist aber stabil. Ja, Kinder, ich habe ja die ganzen Folgen habe ich nach Fossilien gesucht und hatte immer so Probleme. Das war wirklich die Eisenspitzhacke, die das Problem war. Oder zumindest, ich weiß nicht, ob es ein Zufallsfund war, keine Ahnung, aber jetzt habe ich auf jeden Fall welche gefunden. Oder eine. Naja, welche gefunden ist auch wieder so eine geprahlte Sache. Aber ich meine, ich freue mich so tierisch drüber, dass ich jetzt endlich meine Fossilien in den Händen halte nach diesen letzten Folgen. Wo ich aus Verzweiflung mir schon einen Orga da für den Untergrund zusammengecheatet hat, um in der Wüste einfach mal zu gucken, ob ich das nicht doch finde. Wo ist denn jetzt? Bin ich noch so weit entfernt? Wahrscheinlich gleich wieder überladen. Naja, mal zum Futtern, wa? Dann esse ich doch erstmal hier die Geschichte. Und Ready und Waffe und Shotgun. Shotgun Part, Shotgun Stock, Hunting Rifle. Also müsste ich ja mal eine Shotgun zusammenkriegen, ne? So, dann haben wir den Airdrop. Dann können wir da auch den Marker löschen. Dann müssen wir jetzt Richtung Aufgabe. Ich habe leider keine Zeit für euch. Ich bin auf Mission. Wir haben schon Tag 10. Bald kommt die nächste Horde und ich habe noch nichts erreicht. Wahrscheinlich zerkloppen sie mir meinen Turm dann. Weiter. Wir hauen uns noch was Beef. Ein Compound Bow würde ich gerne finden. Wir müssen mal langsam mal irgendwie anfangen zu looten, so Military Camps und so Kram, dass wir eine gescheite Waffe kriegen. Wir hatten in der Nähe, glaube ich, von der Basis einen Shotgun Messiah, den ich noch nicht komplett durchgelootet habe. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache.
schon wieder eine Kuh. Kriegt die mich auf den Ressourcenstein? Oh ja, kriegt sie. Oh, fuck, fuck. Keine gute Idee. Dumme Idee. Boah, die hat mich. Nein, hat sie nicht. Ich war im Menü. Verdammt, verhängt. Wie dumm, Minjas. Unnötiger Quatsch. Schande. Was bin ich gerade für eine Taste gekommen? Da war ich irgendwie im Questmenü. Ah. Das war richtig dämlich. Wer kann denn ahnen, dass so eine Kuh über so ein Ah, diese Hektik, dann dieses Tastengeklimper, ne? Das war blöd, wegen so ein bisschen Fleisch. Das war echt dämlich. Das ist die Frage, wer fällt ein? Nein. Ist ja eigentlich, mich doch hinstellen und Fossilien kloppen, ne? Damit ich mal nicht diese Quest weiterkrieg. Guten Tag. Das ist nicht gut. Oh, das ist gefährlich. Das ist echt gefährlich, wenn der Rucksack schwebt und jetzt die Kuh kaputt gegangen wäre oder despawned wäre, hätte mein Rucksack weg sein können. Die Quest hat nicht abgewonnen, ne? Nee, bin ich noch dran. Hä, wieso habe ich weniger Punkte? Weil ich geschädigt bin? Ich bin geschädigt. Ja, Minjas, du bist geschädigt. Weil ich jetzt, Jetzt eine blöde Kuh. Ah, die liegt noch. Warte mal. Bevor die despawnt. Ans Euter war das, ne? Damit sich der Tod wenigstens gelohnt hat. Aber wieso ist die Kuh gestorben? Ah, wahrscheinlich die Zombies. Ne? Das kann gut sein, dass die Zombies die Kuh fertig gemacht haben. Muss ich mich eigentlich bedanken. Wer von euch war denn das? Warst du das? Jetzt komm. So. Ab Richtung Quest. Ein bisschen Ausdauer wäre schön. So, jetzt. Ups. Leichte Leck. Habt ihn gesehen, gell? Ein Wolf auf der Straße. Achso, wir sind auch überladen. Das ist auch ein Grund.
Aber also wir sind nicht so hart überladen, dass das, glaube ich, beeinflusst. Nee, nicht nochmal Kuh. Schwein. So viel zu essen, was hier rumläuft. Was ist denn hier? Wieso spawnen so viele Tiere? Es gab doch gar kein Update für das Spiel. Hase flüchtet. Tu dir nix, Hase, keine Angst. Ja, schade, nee, Waffenleiter kann man nicht zusammen, ne? Kam gerade die Frage. Nee. Muss ich, wobei, warte mal. Nee, an der Workbench, nee. Nö, an der Workbench kann ich zusammenbauen. Ey, noch eine Kuh. Der Kuhback. Noch eine Kuh. Ich sehe überall Kühe. Jetzt fällt mir gerade was ein. Wahrscheinlich hätte ich eine Schaufel gebraucht. So, ich bin am Waypoint. Ups. There is no cow level. Oh, fuck. Warte mal. Ist das hier zur Kreuzpeilung, das Ding, oder? Guten Tag. Kämpft eine Kuh, ne? Ja, oder der hat zumindest beschwert. Ja, ich müsste echt mal mehr looten. Das kam mir schon oft als Kommentare. Ich weiß das auch, aber ja, ich mach's halt irgendwie nicht. Und Fossilien bräuchte ich, dass ich die Quest habe und. Ich glaube, ich stelle die Tage länger. Dann muss ich mich nicht so schnell mit der Horde beschäftigen. Was ist denn hier los? Kühe und Tankstellen, oder? Hier ist doch Tankstellenverbund. Und Tiere ohne Ende auf einmal. Komisch. Oh, 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 warte, 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 warte. Ich muss mal ganz kurz Dinge tun. Nee, Golden Flower interessiert mich nicht so. Nee, das war schon. Die paar Kaffeepflanzen nehmen wir mal mit. Hallo, guten Tag. So, dann müsste doch hier der... Jetzt bin ich gespannt. Wieder. Ja, to Waypoint. Ja, ich habe keine Zeit für euch. Muss jetzt nochmal Waypoint hätten. Oh, Mais, auch nicht schlecht. Was ist denn das? Wo ist jetzt das?
Military Camp. Ja. Aber ich kann es eh nicht sammeln. Ne, jetzt machen wir erst die Quest fertig. Das muss für diese Folge das Ziel sein. Dann kann ich bestimmt an der Ecke der Kreuzpeilung kann ich wahrscheinlich einen Schatz suchen oder sowas in der Art. So, 48 Meter. Meter. Hm? 58 Meter. Okay, das ist natürlich cool, dass ich jetzt nicht ganz so weit rennen muss. Locate Treasure Nearby. Ah, nearby. Nearby. Mhm. Ist auch so Nearby. So, da hat jetzt jemand gesagt, immer bis zu den Grenzen gehen. Machbar, oder? Jetzt habe ich nur das Problem. Na gut, die Schaufel ist auf 60, das geht schon irgendwie. So, warte mal, ich sollte erstmal einen Rand, ne? So, hier blinkt sie mich nicht mehr. Und hier fängt es wieder an zu blinken, also müssen wir hier. So, direkt in der Mitte. Das können wir auch machen. Also hier irgendwo. Oh! Wie? Noch mehr oder was? Was habe ich eben eingesammelt? Irgendwas falsch gemacht? Jetzt muss ich um die Dame kümmern. So, da war doch... Ist da noch was drin? Habe ich da was vergessen? Ach so, da sind wahrscheinlich... Muss ich jetzt mehrere finden, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich würde sagen, ich buddel noch mal ein bisschen. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann haben wir hoffentlich die Fossilien gefunden, weil wir haben jetzt schon 18 Uhr. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Kommt der hier hoch? Da kommt er hoch. Oh Mann, jetzt kommen hier noch so viele Zombies. Oh. Jetzt haben wir hier ein Rezept gerade bekommen. Ah, ein Schläger. Ein Baiten. Dann haben wir nämlich die Quest auch abgeschlossen mit dem Messer. Wir müssen auch langsam nach Hause. Gut. Du noch und dann machen wir die Folge Schluss. Bisschen Ausdauer, fehlt mir immer. Gut. Ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.